Danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich spreche heute zu einem Gesetzentwurf, den Sie hier vorliegen haben und zu dem ich sagen muss, Sie haben einen hervorragenden Gesetzentwurf vorliegen. Das muss auch Ihre Einschätzung sein, wenn Sie den Anzuhörenden zugehört haben oder ihnen zugehört hätten. Für diejenigen, die die Gelegenheit nicht hatten, diese super interessante Anhörung erleben zu dürfen, einige Beispiele. Die Diakonie begrüßt den Gesetzentwurf umfänglich. Die Caritas begrüßt den Gesetzentwurf ausdrücklich, ebenso die Caritas Straßenambulanz in Offenbach. Der VdK sichert volle Unterstützung für den Gesetzentwurf zu. Der Marburger Bund unterstützt das Konzept. Mehrere Verbände der Malteser erwarten dringend, dass dieser Entwurf zum Gesetz wird, weil er das ist, was sie unbedingt benötigen. Dort ist allerdings das Vertrauen, insbesondere zu den Grünen, vollständig verschwunden. Ich zitiere einen Anzuhörigen. Bereits vor 10 Jahren habe ich zu diesem Thema an einem Symposium der Grünen im Landtag teilgenommen. Alles im Sande verlaufen. Die Medinetze der Studierenden, die ehrenamtlich Nichtversicherte versorgen, unterstützen den Gesetzentwurf, auch die Studentische Poliklinik. Das Gesundheitsamt fordert ebenfalls den landesweiten Ausbau von Clearingstellen und Behandlungsfonds, das Gesundheitsamt in Frankfurt natürlich. Die Clearingstelle Mainz macht deutlich, dass das notwendig ist. Die AOK unterstützt, die Psychotherapeutenkammer begrüßt den Entwurf. Auch die KV Hessen begrüßt prinzipiell, Hessische Krankenhausgesellschaft. Die haben noch einige Bedenken, aber sehen, die Intentionen sind von. Ich kann mich an keinen Gesetzentwurf erinnern, schon gar keinen der Opposition, den wir ja selber ohne Hilfe vom Ministerium machen müssen, der eine solch positive Rückmeldung erhalten hat. Ich hoffe, Sie haben gehört, wie dringlich die ehrenamtlich organisierten Ambulanzen gebeten haben, dass endlich etwas vonseiten des Landes passiert. Meine Bewunderung gilt der Arbeit der 14 Initiativen im Land, die die Not der Menschen sehen oder sie vielmehr nicht mehr sehen können und deswegen ihre Freizeit darin einsetzen und sich engagieren, zusätzlich mit die Spenden anwerben, die notwendig sind für ihre eigene Arbeit. Und bei denen bedanke ich mich ganz, ganz ausdrücklich. Und ich bedanke mich für alles, was Sie für diese Gesellschaft tun, für die Menschen in sozialen und gesundheitlichen Notlagen. Aber auch bei den vielen Ärztinnen und Ärzten in Krankenhäusern und Hebammen, die ohne Bezahlung Menschen behandeln. Damit verhindern Sie noch größeres Leid. Damit verschaffen Sie Kindern einen guten Start ins Leben. Sie verhindern, dass Menschen ohne Behandlung bleiben oder frühzeitig sterben müssen. Also ein hervorragender Gesetzentwurf. Wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich mich ungern selbst lobe. Das Lob gilt vielmehr den Kolleginnen in der Fraktion und den vielen Gesprächspartnern, von deren Erfahrungen wir profitiert haben. Ich war ja sehr gespannt, wie es Schwarz-Grün schafft, die Ablehnung zu diesem Gesetz zu begründen. In der Ausschusssitzung, Dr. Bartelt hat das alles als notwendig angesehen und richtig und will auch einen Teil dieses zu einem eigenen Gesetzentwurf machen. Die Grünen wollen diesen Gesetzentwurf nur möglichst schnell vom Tisch haben. Das ist ihnen super unangenehm. Alles, was die Initiativen aber jetzt bekommen von Schwarz-Grün, ist ein Hinweis auf den Koalitionsvertrag und eine vage Versprechung, das Thema mit dem anonymen Krankenschein irgendwann anzugehen. Irgendwann ist aber jetzt. Jetzt haben Sie die Chance, diesem Entwurf zuzustimmen. Wir geben Ihnen noch eine Nachdenkfrist bis zur dritten Lesung, die ich bis hiermit beantrage. Jetzt, nämlich gerade in dieser Pandemie, ist es erforderlich, der Not der Menschen zu begegnen. Und ja, es sind viele Menschen, die keine oder nur eine eingeschränkte Krankenversicherung haben oder durch das Gesundheitswesen unzureichend versorgt sind. Es trifft die Selbstständigen, die nicht in der Lage sind, die Krankenversicherungsbeiträge zu zahlen. Es trifft die Studierenden, die es nicht geschafft haben, vor dem 25. Lebensjahr das Studium zu Ende zu bringen und ihre Beiträge dann selber zahlen müssen. Die müssen sich überlegen, zahle ich den Monat die Miete, den Strom oder die Krankenversicherung? Es trifft diejenigen, die keinen legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland haben, keine Krankenversicherungsschutz und Angst davor haben, dass ihre Daten an die Ausländerbehörde gegeben werden. Deshalb sollen die Clearingstellen auch an Verbände und Initiativen angebunden werden und anonym beraten. Es trifft die EU-Ausländerinnen, die mittellos in Deutschland leben und leider seit 4 Jahren keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben.
Nicht wenige sind obdachlos davon. Es trifft auch Strafgefangene, deren Versicherung nicht vor der Entlassung geklärt worden ist und die dann oft genug ohne Wohnung und Versicherung auf der Straße stehen. Es trifft ganz oft schwangere Frauen, die nicht wissen, wo sie ihr Kind gebären können, die keine Vorsorgeuntersuchungen erhalten können, wenn sie nicht eine Ambulanz finden, die sie unterstützt. Ich könnte die Liste jetzt fortsetzen. Also es sind nicht nur ein paar Leute. Wenn das Problem keines wäre, gäbe es nicht 14 Wohlfahrtsverbände, studentische Initiativen und andere Einrichtungen in Hessen, und es kommen ständig neue dazu, die diese ambulante Gesundheitsversorgung ehrenamtlich und auf Spendenbasis durchführen. In den Regionen, wo es diese Ambulanzen nicht gibt, arbeiten die Verbände eng mit Ärztinnen und Ärzten und klinischen Einrichtungen zusammen, die bereit sind, die Menschen auf kostenlos oder auf geringer Spendenbasis zu versorgen. Und ich bin überhaupt nicht stolz, diesen Gesetzentwurf vorlegen zu müssen. Es ist der Beleg, dass das Gesetz zum verpflichteten Krankenversicherungsschutz nicht funktioniert. Es ist die Folge davon, dass es lediglich einmal die Möglichkeit gab, die Beitragsschulden in der Krankenversicherung zu erlassen. Das war 2013. Nur 5-4 Monate, lediglich 10.000 Menschen haben einen Antrag gestellt, 5.000 wurden davon wieder krankenversichert. Und es ist dringend erforderlich, diese Regelung zu ändern. Wir brauchen eine einheitliche Bürgerversicherung für Gesundheit und Pflege, für alle, in die alle nicht nur entsprechend ihre Arbeitseinkommen einzahlen, sondern auch freiberufliche Abgeordnete, einfach alle. So einfach ist das in Dänemark. Dort gibt es keine 130 gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenvollversicherungen. Dort ist das Gesundheitswesen staatlich, keiner fragt nach dem Krankenversicherungsschutz. Es wäre so einfach, wenn man nur wollte. Jetzt müssen wir uns mit den Auswirkungen eines durchökonomisierten und privatisierten Gesundheitssystems herumschlagen. Das gilt nicht nur in Hessen, sondern auch in anderen Bundesländern. Hier ist es allerdings jetzt erst einmal die Linke. Viele, Bremen und Hamburg, haben die Gesundheitskarte eingeführt. Bremen hat einen anonymen Krankenschein. In Hamburg gibt es eine Clearingstelle, einen Behandlungsfonds. Die Clearingstelle in Rheinland-Pfalz habe ich bereits erwähnt. Die soll zukünftig auch flächendeckend sein, mit einem Behandlungsfonds ergänzt werden. In Berlin können Menschen ohne geregelten Zugang zur gesundheitlichen Versorgung bei allen niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten ambulante medizinische Versorgung in Anspruch nehmen. Und über die Clearingstelle erhalten Sie einen Kostenübernahmeschein. Die Abrechnung erfolgt über die Kassenärztliche Vereinigung. Die Mittel stellt der Berliner Senat zur Verfügung. Ähnlich sieht das Thüringer System aus, ein bisschen anders organisiert, dafür allerdings vollständig anonym. Wir wissen jetzt nicht, welches Modell Schwarz-Grün vorschwebt. Allerdings reicht uns der anonyme Krankenschein nicht. Wir wollen, dass möglichst viele in die Krankenversicherung wieder aufgenommen werden, sodass sie selbstständig und selbstverantwortlich ihr Leben gestalten können. Frau Böhm, kommen Sie bitte zum Schluss. Sie können doch nicht zuschauen, dass Menschen in diesem Land an behandelbaren Krankheiten sterben, weil niemand bereit ist, ihren Krankenversicherungsschutz zu klären oder für die Behandlungskosten aufzukommen, dass Frauen unter prekären Bedingungen ihr Kind auf die Welt bringen, dass Menschen auf der Straße mit Corona leben müssen, ohne dass sie die Möglichkeit haben, sich behandeln und andere schützen zu können. Ich denke, das können Sie nicht zuschauen. Danke.